Seid willkommen zurück zum Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Whoa. Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. Wir sind hier gerade am Questen in der Landschaft. Ich bin jetzt dabei, nochmal in die Gruft zu rennen. Okay, meine Katze geht noch ein bisschen. Dort werde ich den Schädel des Vojanoi-Priesters einstecken. Und dann auf dem Acker auch zwischendrin noch hier der Mittagserscheinung ihren Spiegel zurückgeben. Genau, that's it. Und ich glaube, durch die kilometerlangen Laufwege hat sich die Folge damit dann eigentlich auch schon erledigt. Wahrscheinlich. Da ist die Gruft. Achso, ja, stimmt. Geradeaus darauf zulaufen ist umständlich, deswegen gehe ich erstmal eine Kurve. Die Mittagserscheinung haue ich gleich mal weg. So. Dann geht die mir nicht mal nicht auf die Ketten hier. Hallo. So, ich glaube, da lang war es, ne? Hier dann langsam hoch. Ja, und hier links rein. Ist halt so viel entspannter, mit Klicken zu laufen. Das ist der Vorteil in so einer freien Landschaft. Im Zoom hätte ich das niemals machen können. Dann nehme ich mal deinen Kopf wieder mit. Ja, der hängt jetzt an meinem Gürtel. Gut, dass es kein langer Laufweg war. Hätte ich jetzt nur milde Bock drauf gehabt, jetzt nochmal durch die ganze Gruft hier zu rennen. Gut, dann gebe ich jetzt der Mittagserscheinung ihren Spiegel zurück. Und dann reden wir mit dem Dorfprobst nochmal, dann hole ich mir auch die Belohnung für den Kopf. Hallo, du Mittagsbraut. Folgt der Mittagserscheinung, kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Ich muss weiter nach einer Lösung finden, um Alinas Gespenst Frieden zu geben. Ups. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ah, dann reden wir noch mal mit der Hexe. Vielleicht kann die mir irgendwas geben. Beziehungsweise irgendwas sagen, was ich tun kann. So, aber erstmal gehen wir... Nur wobei, die Hexe liegt auf dem Weg. Dann gehen wir zurück, reden mit der Hexe, geben dann den Kopf des Vojanoi-Priesters ab. Und... Oh, was dann?
Weiß nicht, im Zweifel nochmal mit jedem reden. Achso, und zwischendrin mal speichern. Okay, da lang ist schon richtig. Ja, stimmt, da ist es. Der ist die Taverne. Laufen, laufen, laufen. Weißt du, es gibt ein Spiel Walking Simulator, glaube ich. Dann gibt es hier dieses Death Stranding oder was das war. Wo sich die Leute beschwert haben, yo, es ist nur ein Walking Simulator. Wie dumm ist das denn? Und da hast du Witcher 1. Witcher 1 ist halt echt nicht gut gealtert. Also macht Spaß. Storytechnisch ist es auch gut, aber es ist nicht gut gealtert. Was wollt ihr? Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit seelischer Natur. Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß nicht, wie man Alinas Seele ins Jenseits schicken kann. Das eitle Weibsbild? Sie gelangte in den Besitz eines seltenen und mächtigen Spiegels Nihalenyas, der einst Orakeln und Propheten diente. Der Spiegel... Verlorene Seelen der Toten sind viel feinsinniger als die der Lebenden. Poesie dürfte sie überzeugen und lange genug fesseln, damit sie ihre verdammte Schwester sieht. Rittersporn wäre perfekt dafür. Viel Glück, Hexer. Da muss ich Rittersporn überzeugen. Was wollt? Überreden, so. Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Dann mache ich mich mal auf die Jagd nach Verschlingern. Ich warte auf euren Fang. Ich will immer noch mit dir reden, du dumme Kuh. Was wollt ihr? Machen wir erstmal das hier. Na, verdammt. Was hast du hier? Nichts Besonderes. Was wollt ihr? Warum lebt ihr nicht im Dorf? Hexen leben außerhalb von Dörfern, wie seit Urzeiten. Das muss man akzeptieren. Abigail, erinnert ihr euch an die Höhle? Vorbei ist vorbei. So ist das. Lebt wohl. Dann gibt's wohl leider keinen Sex für mich. Oh, meinen nächsten Gedanken teile ich mal besser nicht mit euch. Der ist nicht gut. Okay, ich gehe erstmal ins Dorf, um den Kopf abzugeben. Damit ich nicht später irgendwann wieder in Bedrängnis gerate mit... Oh, ich habe ja noch eine Trophäe hier zu hängen. Dann raste ich mal kurz. Damit ich meine Talentpunkte verteilen kann. Mittagserscheinungen? Unsinn. Scheiße. Wieder die falsche Tür. Habt ihr eine Gesgibte? Bring. Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg. Lebt wohl. Kriegs sind ein Ärgernis. Sehr schön. Und die nächste Quest abgeschlossen. So, dann schauen wir mal. Hitze des Tages. Ah, okay. Dann versuche ich jetzt mal mit dem Vodianoi-Priester zu reden. Vielleicht ist der ja jetzt gerade da. Wäre echt gut, wäre da. Ah. Das hier ist erstmal Julian. Ja gut, dann rede ich halt erstmal mit Julian. Dann bin ich auch gleich in der Kneipe für Rittersporn. Dann mache ich erstmal die Quest mit Rittersporn. Ja, Kamera, dreh dich. Genau, ich will hier in den Gasthof gehen, deswegen dreh dich aber um 180 Grad, dass ich direkt wieder rausgehe. Ich rede erst mit Julian, nicht, dass Rittersporn gleich was triggert. Geralt?
Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Wir haben ein ernstes Problem. Die Unterwasserstadt ist die Quelle für den Reichtum des Dorfes. Vor einer Weile verschwand eine Gruppe unserer Taucher. Später haben wir ihr Boot gefunden. Es trieb führerlos auf dem Wasser. Darin... Es war ein Gemetzelhexer. Jemand hatte sie in Stücke geschnitten. Dann erfuhren wir, dass die Wodjanoi ein Ungeheuer anbeten, das nach Menschenblut lechzt. Sie bringen ihm auf der Insel blutige Opfer dar. Wenn ihr diese Monstrosität eliminieren würdet... Habt ihr versucht, mit den Wodjanoi zu reden? Das hat keinen Sinn. Sie verstehen unsere Sprache nicht. Und die Unterwasserruinen stammen von einer Stadt der Menschen. Wir haben ein Anrecht auf alles, was dort ist. Tötet Dagon, so heißt das Ungeheuer. Das ganze Dorf wird es euch danken. Und ich gebe euch einen der Diamanten meines Großvaters. So. Wird er gerade von dem alten Mann da angebumst? Ja. Ich musste gerade kurz unterbrechen. Zum Glück habe ich Aufnahme unterbrechen auf Hotkeys. Muss ich nicht schneiden. Wird erledigt. Dagon kommt aus dem Wasser, wenn Blut über den Altar fließt. Fischleute bluten ebenfalls, wisst ihr? Ich sollte Dagon erschlagen. Wie läuft es mit den Wodjanoi? So einfach ist das nicht. Ich brauche mehr Zeit. Geralt? Geralt? Kann ich hier noch irgendeinen Mist andrehen? Den behalte ich erstmal. Was ist das hier? Ich guck gleich mal. Er kauft die Bücher. Kannst du beide haben. Gelesen. Das habe ich alles gelesen. Gut, dann hau ich das hier alles raus. Und so einfach habe ich wieder einiges an Gold drin. Sein Inventar ist halt voll mit meinem Müll. Ich guck gerade mal. Ja, hier 4 Titin-Exoskelette. Deswegen habe ich sie ihm nicht verkauft, weil ich mir doch dachte, da war was. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Wer will einer aufs Maul? Oder Bohnen. Du hast dich doch nach einem Kämpfern. Was? Seid ihr ein... Ich hab schon ein... Ich habe Fettfried besiegt. Ihr habt etwas gegen Dicke? Ja. Warum? Ihr habt gerade Butterbohnen angemacht. Wie hoch ist der Einsatz? 75 Orens. Ich bin dabei. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ah. Bam! Keine Herausforderer? Ja. Ich sehe. Ich habe gewonnen. Wählt. 2 Flaschen Alraunentinktur, eine goldene Halskette oder 150 Orens. Ich nehme das Gold. 150 Orens. Na, kann ich den Hochzeitsgast auch verdreschen? Hey, Riddersporn. Geralt? Geralt. Was ist nach meinem Verschwinden in Visima passiert? Das jetzt mal. Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen, aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Nehmt es mir nicht übel, aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Ich töte Menschen nur in Notwehr. Wie in alten Zeiten. So sehr wir uns auch bemühen, die miesen Dreckskerle werden einfach nicht weniger. Ich befürchte... Den Schlimmsten sind wir noch gar nicht begegnet. Seid vorsichtig. Versprochen. Dachte er, verarscht jetzt Rittersporn. Wie gefällt es euch auf dem Land? Es ist wundervoll. Wein, Weib und Würfel die ganze Nacht. Würfel? Ich habe auch schon gespielt.
Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auch in der Provinz beliebt ist. Die Leute hier sind ganz wild darauf. Es ist unglaublich. Ich bin praktisch auch ein Profi. Geralt, ich will euch nicht enttäuschen, aber ihr müsst noch viel üben, um auf mein Niveau zu kommen. Lasst es mich versuchen. Ihr seid mir wie ein Bruder. Ich kann euch nicht das Fell über die Ohren ziehen. Kommt wieder, wenn ihr mehr Übung habt. Fangt mit Tobias Hoffmann oder Julian an. Bleibt stehen! Okay, Tobias Hoffmann. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Geralt? Ich möchte den Brief beantworten. Gute Idee. Ich habe Pergament und eine Feder. Überlegt euch einen Anfang. Na gut. Liebste Triss. Eure Romanze erblüht. Ich freue mich für euch, Geralt. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Was jetzt? Etwas über Alwin? Sie macht sich bestimmt Sorgen um ihn. Vielleicht kann ich beschreiben, was hier in Trübwasser passiert. Das könnte sie interessant finden. Setzt euch hin und schreibt das. Der Fischer kann den Brief nach Vysima bringen. Rittersporn, ich will noch weiter mit dir reden. Geralt? Also, worum geht es in eurer neuen Ballade? Sie wird ein Meisterwerk der Dichtkunst. Spannend, beängstigend, romantisch. Und die Geschichte? Anrührend und direkt aus dem Leben. Ich habe meine Meinung geändert, versteht ihr? Dichter müssen nichts ausschmücken. Das Leben ist bunt genug. Ihr wollt über Bauern schreiben, die auf den Feldern arbeiten? Rittersporn, ich kenne euch gut genug, um... Nicht so gut, wie ihr glaubt. Ihr werdet schon sehen. Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht. Eine Ballade. Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Gut, das ist schön, weil wenn es dann dunkel ist, kann ich mich auch gleich zur wilden Jagd aufmachen. Ah ne, scheiße, ich brauche Alraune. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Scheiße, wo kriege ich denn die her? Brauchte ich nur Alraune oder brauchte ich Alraune-Tinktur? Alraunwurzel. Habe ich Alraunwurzel? Nicht irgendwas Wurzelartiges? Echinops. Alraunwurzel. Ach so, ja gut, da habe ich ja. Da habe ich ja, da habe ich ja, da habe ich ja. Nee, da haben wir ja. Wo war die jetzt hin? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte erstmal zu dem Wilbur. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ich glaube Wilhelm, oder? Willard? Oh Gott. Ich bin so schlecht mit Namen. Das ist unglaublich. Das bringt ja meinen Freund auch regelmäßig zum Verzweifeln. Ich glaube, in Dark Souls 2 habe ich ihn damit ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Er und Alia haben versucht, mir die Story zu erklären und ich habe es halt gar nicht gerafft. Lebt. Bist du nicht? Hat nicht Rittersporn gesagt, ich soll zu ihm hier gehen? Komisch. Ihr seid anders. Wie interessant.
Nee, ich gehe jetzt nicht zum Seeufer. Hitze des Tages da. Genau. Hier gehen wir jetzt lang. Hm, hübsch. Und wieder einmal quer übers Land rennen. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Dann kann ich ja dorthin laufen. Und kann euch das wenigstens beim nächsten Mal ersparen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.